Working Draft Revision 464. Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von Heave, dem All-in-One Freelancer-Tool. Wenn ihr selbstständig seid, wisst ihr, wie lästig der ganze Papierkram ist. Aber ihr wisst auch, dass die meiste Software, die vorgibt, sich um dieses Problem zu kümmern, mindestens genauso lästig ist. Heave ist anders als die ganze Bloatware, die ihr aus diesem Bereich schon kennt. Denn einerseits kann Heave alles, was ihr braucht, Zeiterfassung, Angebote, Rechnungen, Ausgaben, all das. Aber es hat einen absoluten Fokus auf Einfachheit und Ästhetik. Jedes Feature ist auf das Wesentliche reduziert, die App lädt rasend schnell und kann trotzdem einfach alles. Rechnungsdesign anpassen? Kein Problem. Kunden verwalten? Easy peasy. Getrackte Zeit direkt in eine Rechnung verwandeln? Nichts einfacher als das. Wenn ihr auf eigene Rechnung, Design oder Entwicklung betreibt, ist Heave genau euer Tool. Überzeugt euch selbst auf heave.me/workingdraft, Heave geschrieben heave.me. Ich empfehle besonders einen Blick auf die Live-Demo, lädt wirklich wie der Blitz und ist super übersichtlich. Das war nochmal heave.me/workingdraft. Da gibt's für euch außerdem noch 30% Rabatt für 3 Monate auf alle ausgewählten Module. Und all das ist natürlich auch verlinkt in den Shownotes zu dieser Sendung. Wir bedanken uns bei Heave für die Unterstützung von dieser Revision von Working Draft. Als erstes wollen wir einem neuen Patron danken, und zwar dem Tobias. Vielen Dank. Und jetzt zur Sendung. Dabei sind von den Hosts einmal die Vanessa. Guten Abend. Der Stefan. Hallo, grüße euch. Ich bin der Shep und wir haben heute wieder einen Gast, und zwar den Milan. Hi Milan. Hi. Schön, dass du dabei bist. Erzähl doch mal, von wo aus du zugeschaltet bist und was du so treibst, wenn du nicht mit uns hier sprichst. Genau, also ich bin aus Hamburg zugeschaltet und ich bin zu Hause, wie die meisten gerade, aber vor allem auch in der Pandemie. Mein Titel bei der Arbeit ist Managing Partner. Bin ich bei Factorial. Wir sind eine Digitalagentur in Hamburg. Auf Deutsch nennt sich das geschäftsführender Gesellschafter. Also ich bin Geschäftsführer und mir gehört ein Teil von der Firma. Wir sind so ungefähr 40 Leute heutzutage und machen hauptsächlich 3 Dinge, nämlich einmal IT-Beratung, digitale Produktentwicklung und Enterprise Content Management. Von dem Modell bei uns in der Firma sind wir eigentlich vor der Pandemie, waren wir so mixed on-site und remote. Also wir haben einen Hauptstandort in Hamburg. Und dann in Deutschland, in Europa, aber auch in Brasilien und Singapur Leute, die für uns arbeiten. Jetzt in der Pandemie ist unser Büro sehr leer und die meisten Leute im Homeoffice. Hm. Genau. Bei uns in der Firma kümmere ich mich eigentlich hauptsächlich als Geschäftsführer, hauptsächlich so um die Bereiche Strategie, also zukunftsgewandte Themen, aber dann eben halt auch Design und Frontend, das sind so meine, sagen wir mal, auf fachlicher Ebene. Und ich bin aber auch tatsächlich noch so ungefähr halbzeitlich als Frontend-Lead-Developer in einem Team beim Kunden, das ist ein Medienkunde in Hamburg. Und dort machen wir seit ungefähr 3 Jahren B2B-Anwendungen mit Vue.js und seit etwas mehr als einem Jahr verwenden wir dort Tailwind als CSS-Framework. Ah, hervorragende Überleitung. Denn das ist ja auch das Thema dieser Folge. Anlässlich des jetzt 2 Monate zurückliegenden Releases der Version 2. Da wollen wir heute drüber sprechen. Oder rund um dieses Thema. Wir haben darüber schon gesprochen vor knapp 2 Jahren. Auch auf jeden Fall eine Folge, in die man noch mal reinhören kann. Genau, aber wir werden heute auch noch mal für alle, die Folge nicht kennen, denke ich mal, so ein Recap machen, was Tailwind so ist und ja, einfach mal so ein bisschen drüber sprechen. Das ist ja auch so ein Thema, was mittlerweile die Gemüter erhitzt. Eventuell auch unsere.
Tailwind, das ist, kann man ja sagen, das wird gerade auf jeden Fall, das fährt im Hype-Train mit, oder? Also deutlich mehr als noch vor 2 Jahren. Da war das vielleicht noch so ein bisschen so, hier, guck mal, da kommt was Neues, aber das, die Zeiten sind vorbei, oder? Ja, also das kann ich, glaube ich, so unterstützen. Ich sag mal so, ihr habt ja, glaube ich, auch vor kurzem auch nochmal so diese State of CSS Survey durchgegangen, sage ich mal, und da schaut auf jeden Fall in den Adoptionsraten so aus. Das muss man natürlich auch immer mit so einer Prise Salz angucken, aber es ist schon mein persönlicher Eindruck, hat es stark zugenommen in der Nutzung und in der Kommunikation und auch in der Adoption. Wie viel davon jetzt Bubble und wie viel davon der Realität ist, das kann man sich dann, glaube ich, noch angucken. Aber ich glaube, 2020 war so das Jahr, in dem das schon mainstream-fähig geworden ist, so würde ich es mal beschreiben. Ja. Genau, vielleicht müssen wir erstmal nochmal so dann nochmal jetzt den Schritt zurückgehen und sagen, was Tailwind überhaupt ist. Also es hat was mit CSS zu tun. Eigentlich heißt es ja auch, glaube ich, Tailwind CSS, oder? Das ist der komplette Name, glaube ich. Ist ein, ja, so ein Framework und auch gleichzeitig ein Paradigma, das da mitgebundelt ist, wie man sein CSS schreiben kann. Also ähnlich vielleicht wie, ja, oder vergleichbar ist es nicht, aber BEM wäre halt nur das Paradigma, ohne dass das, was mitgeliefert wird, das muss man alles selber bauen. Object-Oriented CSS wäre auch ein Paradigma, das ähnlich ist, wo aber auch nichts quasi mitgeliefert wird. Am ehesten wäre Bootstrap noch sowas, glaube ich, ne, was so dem Tailwind ähnlich ist, so was man kennt. Ja, also das Ding hat es ja schon mal in verschiedenen Aufgüssen gegeben. Also ich erinnere mich noch sehr gut an dieses Atomic CSS oder Techions, war ein anderes Framework, das in so die Richtung geht. Die Idee da ist, dass du halt statt ein paar so komponentenorientierten Klassen, wie zum Beispiel im Bootstrap der Fall ist, da hast du eben den Button und Button Primary als Ableitung oder du hast ein Input und hast irgendwo so ein kleines Attachment davor oder danach, das man dranhängen kann, wo du halt den Markup hast und du wendest CSS-Komponenten drauf an. Das ist eher so dieser klassische Stil, den man jetzt jahrelang gemacht hat und der dann in verschiedene Methodologien wie OCSS, Max, BAM und so weiter sie reingegossen hat. Und Tailwind oder Tachyons zum Beispiel gehen halt den Weg, zu sagen, hey, die CSS-Klassen, die wir dir anbieten, die setzen ganz, ganz wenige Properties, nur ein paar. Und du wendest dafür sehr, sehr, sehr viele davon an. Kommt ein bisschen so aus der Denke, wie bei jedem CSS-Framework hast du irgendwann einmal diese Pull-Left- oder Pull-Right-Klassen gehabt, die einfach die gesamte Ausrichtung überschrieben haben. Und waren nachher so Utility-Klassen, wo du gesagt hast, passt, du hast dein Standard-Case und in diesem einen Spezial-Case sagst du, passt, override das Property und nachher schaut alles ganz anders aus und so wie man es vorstellt. Und was wäre, wenn dein CSS-Framework nur aus solchen Utilities bestehen würde, wo du einfach sagst, passt, du kannst das links ausrichten, du kannst das rechts ausrichten, du kannst aber auch sagen, das ist jetzt so groß und das ist jetzt so, hat jetzt diese Farbe und das hat jetzt diesen Abstand und du steuerst alles über so kleine Modifier. Ich glaube, das höchste der Gefühle sind zwei oder drei Properties gesetzt pro Klasse, die Sinn machen, wenn es gemeinsam sind, ne? Aber der Rest ist wirklich so ein Property, pro CSS-Klasse gesetzt. Und ja, das sind sehr, sehr spannende Klassen nachher, nicht? Also der Unterschied, glaube ich, also die Idee ist ja bei Atomic CSS und Techions CSS sehr ähnlich. Die Idee ist halt dann, wie benennst du die Klassen, wie verständlich sind die, wie gehst du mit so Dingen wie Responsive Design um, wie gehst du mit so Dingen wie Farben und Schriften um und so weiter. Und da hat halt, und das ist mein Empfinden, und da bin ich sehr gern offen für andere Eindrücke, da hat halt Tailwind schon ein bisschen die Ästhetik der aktuellen Zeit gut getroffen. Nicht? Also das wirkt halt schick und so, wie man sich gerade im Moment die Startup-Webseiten-Welt sich ungefähr vorstellt. da gibt es ja auch immer verschiedene Trends. Ja. Und das gepaart mit, also dieser Approach, der finde ich sehr gut
evangelisiert geworden ist. Also dieser Adam Wethen hat ja irrsinnig viele Stunden investiert, dass er Screencasts macht und erklärt, warum das cool ist. Also da kannst du ihm stundenlang zuschauen, wie er templatet. Gepaart mit seinem Kollegen, dem Steve Shoger, der für die ganze Ästhetik zuständig war, der maßgeblich an diesem Refactoring UI-Buch beteiligt war und sich dort nahe ein wenig einen Namen gemacht hat, ne? Das kombiniert in dieses Framework gegossen, hat halt den Nerv bei einigen gekitzelt. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, warum das jetzt so populär ist im Vergleich zu den vorherigen Frameworks, die halt alle ein wenig ausgeschaut haben, wie wenn ich das designen würde, nämlich gar nicht so gut. Ja, ich glaube, das geht jetzt schon so ein bisschen in die Richtung, wo ist denn so das Value Proposal in dem Framework? Und das stimmt, ne? Also ich finde, das hast du gut erkannt. Ich wollte noch kurz reingrätschen und sagen, also ich habe Bootstrap erwähnt, weil Bootstrap hat auch die Bootstrap Utilities und das ist quasi das, also das ähnelt dem, was Tailwind eben auch. Ich habe da auch noch ein ganz verrücktes Beispiel, aber ich weiß nicht, wie sehr das inzwischen Fringe ist, aber wir haben mit der Firma und ich auch vor, jetzt lass mich lügen, 5, 6, 7 Jahren oder so, als so Post-CSS irgendwie so losging, da habe ich so ein CSS-Framework für mich entdeckt, das nannte sich Suit-CSS, und das ist eben von dem Niklas Gallagher, und der hat so eine Kombination damals entworfen aus, sagen wir mal, BEM-like-Syntax für Komponenten in irgendeiner Form und Utilities für so Low-Level-Style-Utils, die sich ständig wiederholen und die dann auch nur eine Eigenschaft ausdrücken sollen, sag ich mal. Und diese kombinierten Ansätze, sag ich mal, sind auch interessant, aber nach meiner Erfahrung in den Teams führen die immer zu konfliktären konzeptionellen Modellen dann im Entwicklungsteam. Also es ist tatsächlich sehr kommunikationsbedürftig, sage ich mal, was denn jetzt in einer Komponente und in einer Utility stattfindet. Und wenn man, sag ich mal, entweder Buy-in in das eine komplett macht oder das andere, ist es doch erheblich einfacher, würde ich sagen, als Methode. Und ein anderes CSS Utility First Framework, was ich auch noch verwendet hatte, nannte sich Base CSS. Das ist so von dem Brent Jackson heißt er. Der hat so Style Tools im React-Umfeld vor so ein paar Jahren gemacht. Und das war eben nicht mixed. So. Und der hat es dann gleich aber in React irgendwie eingegossen und da dann die Abstraktion, sage ich mal, das Komponentenhafte dann eben über ein Komponentensystem gemacht und nicht über die CSS-Methode. Tailwind hat noch zwei Eigenschaften, die, denke ich, sehr wichtig sind auch zu erwähnen. Im Gegensatz zu Bootstrap oder auch anderen CSS-Frameworks gibt es generell keine Komponenten vor. Und vor allem ist es auch nicht mit JavaScript verbunden. Also nicht wie jetzt zum Beispiel bei Bulma, dass du da das Modal oder eben das Overlay hast und dann einfach nur Modal schreibst und dann auch CSS-Klassen wie Model Close vergibst oder ähnliche Wörter, wo dann ein JavaScript von Bulma drauf hört und dann dementsprechend das Modal aufpoppt und wieder zumacht. Das ist generell nicht der Fall. Es kommt eben nur mit reinen CSS-Klassen wie jetzt zum Beispiel Block, Inline PT1 für einen Padding-Top von 0,25 m oder sowas. Und das andere ist auch, dass dann oft die große Angst herrschte, wenn ich jetzt eben diese ganzen Klassen habe, wie dass ich, wenn ich jetzt Padding-Top bis Padding-Bottom bis Padding-X, Padding-Y für horizontal und vertikal, da jetzt jeweils irgendwie 0 bis 20 habe, dass man ja ein relativ großes CSS-File dann am Ende rausbekommt. Dafür gibt's dann für Post-CSS und daher kann man Tailwind an sich auch nur mit Post-CSS zusammen verwenden, das Plugin Purge-CSS, das einem, bevor man das Ganze jetzt auf Production stellt, dann die ganzen unnötigen CSS-Klassen, die nicht im HTML vorkommen, dann rauslöscht. Normalerweise habe ich es bei Development nicht an, dann kann ich nämlich auch im Browser wirklich noch ausprobieren und dann sind aber trotzdem alle Klassen vorhanden. Manchmal mache ich Tests, dass ich das vorher nochmal umstelle, ob ich jetzt wirklich alles gemacht habe, weil es können Probleme entstehen, vor allem wenn man jetzt mit Frontend-Frameworks arbeitet, dass man dynamische Values hat. Also zum Beispiel, wenn ich an eine Kind-Komponente die Property Small runtergebe, dass ich dann weniger Padding haben möchte. Und dann bietet es sich nicht an, einen
PT-dynamischer Wert zu schreiben, weil es dann nicht mehr so wirklich den Tools nicht mehr möglich ist, rauszulesen, was könnte es denn jetzt wirklich sein, sondern da ist dann die Richtlinie, mach einfach so einen ternären Operator oder sowas drum, sag, ist small, dann nimm PT1 oder ansonsten nimm PT6 und dann kann Purge CSS das auch richtig alles rauslesen. Und wenn es wirklich gar nicht mehr geht, dann hat auch Purge CSS eine Safe List. Übrigens sehr gut, es ist keine, den Namen sage ich jetzt nicht mehr, aber auf jeden Fall gab es dann einen Breaking Change und es ist die Safe List. Und für richtige Komponenten gibt es ja jetzt auch das Tailwind UI. Ich denke auch mit dem Steve Sugar zusammen. Ist an sich nicht teuer, gerade wenn man jetzt eine Firma ist. Privatperson würde ich es vielleicht nicht empfehlen. Ich glaube, es kostet so um die $250. Aber da hat man tatsächlich komplette Tailwind-Komponenten, die man komplett so dann benutzen kann. Ja. Ja, kann ich alles so unterschreiben. also Tailwind, ich sag mal, ich glaube, Einsatz ohne Purge CSS kann man, glaube ich, eigentlich nicht guten Gewissens machen, abseits von in irgendwelchen Sandboxes zum eben ausprobieren. Weil es zu groß wird dann, oder? Genau, also du musst dir vorstellen, es ist natürlich eine endliche Menge, aber fast jegliche CSS-Property, die du dir aktuell vorstellen kannst, ist eigentlich schon in einer Utility-Class in Tailwind vorhanden. Und im normalen Development-Bundle wäre diese Gesamtheit eigentlich auch vorrätig, bis auf so ein, glaube ich, paar Zusatz- oder, sagen wir mal, Spezi-Anwendungsfälle, die du dann so zuschalten müsstest in der Konfiguration von Tailwind. Ich glaube, so Form-Styles ist so ein Ding. Aber da käme schon sehr, sehr viel raus. Also, Das sind so 3 MB insgesamt. Also wirklich wahnsinnig groß. So. Also, aber dafür ist es wirklich tatsächlich auch nicht gedacht, sondern muss quasi zwangsläufig mit diesem, sagen wir mal, Bereinigungstool bearbeitet werden, damit du da ein sinnvolles Produktionsbundle von der Größe rausbekommst. Ich sehe es gerade, es ist ein 3,7 Megabyte uncompressed Minified, 3 Megabyte GZIP, 300 Kilobyte. Da gängen sich schon ein paar Kopien für React aus. So drin. Ja, sicher. Naja, der hat halt auch, also die haben ja ihre Breakpoints. Dann, du kannst ja quasi, die Klassen sind ja so, dass du quasi Breakpoint und dann, glaube ich, Doppelpunkt und dann kannst du sagen, also was für eine Property soll jetzt zum Beispiel über diesen Breakpoint gesetzt werden. Und ich weiß nicht, wie viele Breakpoints das sind, 4 oder 5 oder so. Also 4 oder 5 Mal braucht man quasi alle Properties und dann willst du vielleicht das Ganze noch bei Hover stylen können und dann willst du das Ganze noch mit Dark Mode stylen können und oder Dark Mode bei der Media Query und dadurch multipliziert sich das natürlich alles. Also du hast das halt 1000 Klassen oder noch tausende Klassen in der Out-of-the-Box-Version und dann danach räumst du halt auf und räumst alles weg, was du halt von diesen Dingen nicht benutzt hast, was quasi der Großteil ist. Ja, also massiv, ne? Also da darf man sich quasi mit diesem Development Bundle darf man sich eigentlich gar nicht aufhalten, sondern muss nur sagen, okay, das benutze ich lokal oder vielleicht, wenn es schlimm läuft, dann irgendwie noch in einer Dev- oder Staging-Umgebung oder so, aber das sollte nie einen End-User zu sehen bekommen, sag ich mal. Und wenn du das Purge drüber laufen lässt, also kommt natürlich so ein bisschen auf die Komplexität deiner Anwendung an und wie leicht sich da das eben finden lässt, aber dann wird es tatsächlich sehr, sehr klein. Also und meistens auch tatsächlich dann kleiner als die anderen vollständigen CSS-Frameworks. Also jetzt so zum Vergleich, wir haben ja so eine mittelkomplexe View-Anwendung, die da so Custom-UI drin hat. Und da haben wir so, ich weiß nicht, 15K oder sowas oder 10 so Produktionsbundle CSS. Und das ist sehr wenig so gegeben an den Möglichkeiten, die wir eigentlich in der Ausdrucksfähigkeit in der Entwicklung haben. Und wenn man eben eine neue Eigenschaft eben da hinzufügt aus dem Framework, dann macht man das eben halt auch nur einmal und eben nicht an mehreren Stellen. Wobei man sich da dann auch wieder streiten kann mit GZIP und sonst was irgendwie, wie genau das dann auskommt, finde ich dann auch. Aber ja, also Tailwind würde ich schon sagen, immer mit Purge CSS zusammen. Zu Tailwind UI vielleicht nochmal der Zusatz. Ja, gebe ich dir recht, Vanessa, das lohnt sich schon zu investieren, wenn man das so im semi-professionellen bis professionellen Bereich auf jeden Fall macht. Das ist viel eine große Zeitersparnis. Das sind aber tatsächlich dann nur, in Anführungszeichen,
HTML-Schnipsel. Also sind quasi die Templates. Der Witz ist natürlich, wenn du Tailwind länger über Zeit schreibst, schreibst du eigentlich auch nur noch Templates. Also du schreibst eigentlich fast gar kein eigenes CSS mehr oder Custom CSS. Wenn du das tust, dann merkst du eigentlich immer, okay, jetzt verlasse ich irgendwie das Framework und warum kann ich das da drin nicht ausdrücken? Und da sollte man dann immer so ein bisschen schauen, wie da die Bruchstellen sind. Und im Normalfall schreibst du eigentlich nur tatsächlich Templates und dann in unserem Fall, wenn du eine Single-Page-App irgendwie schreibst, dann eben die Logik dazu. Aber das ganze eigene, sagen wir mal, Styling oder CSS-Authoring in dem Sinne, das machst du eigentlich fast gar nicht mehr, sondern du bedienst dich nur noch dieser gegebenen Menge an Vorlagen und baust daraus dann UI zusammen. Genau, das sind ja einfach nur so eine ganze Menge Klassen, die man auf alles draufwirft, die so quasi so Tokens sind, die letztlich am Ende fast alle nur in einer CSS-Property münden, die aber dann sehr kurz ausgedrückt wird, damit das eben, damit der Code sich nicht so aufbläht, wie das eben bei klassischen Inline-Styles wäre. Und man hat zusätzlich eben noch so Fähigkeiten wie Breakpoints darin integriert und so Stage-Modifikatoren wie Hover, was ja per Inline-Style gar nicht funktionieren könnte. Das ist aber, glaube ich, auch Teil des Erfolgsgeheimnisses zum gewissen Grad. Also die, sag ich mal, Design-Tokens, so wie du das jetzt beschrieben hast, oder ich würde dann sagen, so sinnvolle Defaults, sag ich mal, wo die, der Stefan hat das vorhin auch gesagt, also wo du mit den anderen Utility-First-Frameworks vielleicht durchaus noch kreative Freiheit hast in dem, wie was du dort ausdrückst und dann auf den Bildschirm irgendwie bringst, ist, sag ich mal, deine Zutatenliste schon in irgendeiner Weise vorkuratiert. Und das ist sie meines Erachtens sehr gut bei Tailwind, was, glaube ich, auf diese Kooperation mit dem Stephen Sugar heißt er, glaube ich, irgendwie zurückzuführen ist. Also die haben eine sinnvolle Whitespace-Scale, die haben eine sinnvolle Farbpalette, die haben eine sinnvolle Typografie-Vorauswahl eben getroffen. Und dann fällt es dir schon, sag ich mal, ähnlich wie bei einem guten, beim was zu essen. Also wenn du gute Grundzutaten hast, dann ist es sehr viel schwieriger, auch was echt Mieses zu kochen. Das heißt aber nicht, dass du hast trotzdem noch eine sehr große Ausdrucksfähigkeit und sehr viel Freiheit, aber trotzdem hast du Constraints in irgendeiner Weise. Du kannst nicht beliebig irgendwelche Werte wählen. Das ist dann, glaube ich, auch die Unterscheidung zu Inline-Styles, sondern du hast eben eine Vorauswahl. Und im allerbesten Fall hast du es eigentlich in deiner Projekt- oder Teamstruktur so, dass du mit deinem Visual Designer oder UI Designer zusammenarbeitest und dich an diesen Design Tokens, die mit dem eigentlich festlegst. Also wenn man jetzt so in Kollaboration irgendwie denkt zwischen Design und Frontend. Und bei uns in dem Team ist es dann auch so. Also der UIler, der sitzt in Figma und der übergibt uns quasi eigentlich schon im Figma die Tailwind Classes, die wir da dran setzen müssen. Also müssen wir uns fast nur noch eigentlich um die Logik kümmern. Und das macht den ganzen Prozess schon sehr smooth und sehr angenehm. Das heißt, für euch war der Wechsel zu Tailwind auf jeden Fall ein Zugewinn, würdest du sagen? Total, ja, also ja. Schon auf jeden Fall. Aber ich muss ja natürlich dazu vielleicht auch sagen, wo wir herkommen. Und also wir sind ja im B2B-Bereich. Ist ja immer so, da ist so ein bisschen die Theorie der Zumutbarkeit und was da jetzt so an, sagen wir mal, Finesse und vielleicht auch Branded Interactions und sowas drin sein muss, dass das vielleicht noch mal ein bisschen was anderes ist als im Konsumentenmarkt. Nichtsdestotrotz, also deswegen kamen wir eigentlich eher von so einer Off-the-Shelf Material UI-Lösung, die man dann halt so angepasst hat, sag ich mal so ein bisschen. Und jetzt ist eigentlich so der Schritt gegangen, wo man hinkommt, okay, wir wollen jetzt eine eigene Designsprache da verwirklichen, die angepasst ist auf das Unternehmen und auf das Produkt, was dort passieren soll. Und für den Fall lohnt sich Tailwind dann deutlich mehr, weil das eben
dir sehr wenig Einschränkungen dahingehend gibt und es eigentlich genau dafür gebaut ist, dass du Custom UI damit ausdrücken kannst. Wenn du, aber es heißt natürlich, und da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu, dass du, auch wenn es diese Side-Projects gibt von jetzt Tailwind UI und das andere ist dann Headless UI oder Ausgründungen, würde ich es mal sagen, dass du jetzt nicht so off the shelf dir direkt da im 50 Komponenten reinladen kannst und du nicht da jetzt keine Zeit mehr rein investieren musst, um jetzt ein Backoffice zusammenzubauen oder so. Für so einen Anwendungsfall würde ich Tailwind zum Beispiel nicht empfehlen. Da würde ich irgendein Material UI oder Bootstrap oder was es da alles so gibt, nehmen. Aber wenn du Custom UI ausdrücken möchtest, und dann kommen wir vielleicht im nächsten Schritt dazu, dann und das als Team auch irgendwie nutzen kannst, dann kann ich das sehr empfehlen. Also da haben wir jetzt sehr positive Erfahrungen gemacht. Ja, cool. Mhm. Da würde ich auch vollkommen dahinter stehen. Für mich ist und bleibt es einfach dieser allergrößte Vorteil, dass ich sozusagen als Entwicklerin nicht mehr gegen vorgefertigte Klassen ankämpfen muss. Denn egal, wie sehr die Regel ist, wir halten uns so gut wie möglich jetzt eben an Bootstrap oder Bulmo oder an sonst was. Jeder wird die Fälle kennen, an denen es eigentlich nicht ganz passt. Und nicht nur, weil die Designer das so wollten, sondern weil man das auch als wirklich als Entwickler, Entwicklerin so sieht, so, ist nicht so ganz optimal an dieser Stelle. Und das dann umzufrickeln, immer sehr unangenehm wird und viel mehr Arbeit macht, während das bei Tailwind oder bei allen Utility-Class-Based Frameworks so nicht auftreten kann. Was man auch merkt, dass auch Adam Wethern eben genau diese Developer-Experience generell einfach so am Herzen liegt. Er hatte mal über ein sehr großes für ihn Problem gesprochen, dass du Tailwind CSS zum Beispiel auch bei CodePen oder bei anderen von diesen Online-Editoren hinzufügen kannst, was sehr viele Leute eben deswegen machen, weil es sich extrem gut zum Prototypen eignet. Jetzt ist es aber so, dass im Browser läuft Perl CSS aber zum eigentlich nicht. Und er hatte sich dann auch Gedanken drüber gemacht, wie man das jetzt lösen könnte. Ich glaube, es gibt bis heute noch keine richtige Lösung, aber vermutlich wird es darauf hinauslaufen, dass es so ein ganz, ganz winziges Tailwind-Base dann gibt, wo man sich alles eher so per Packages reinziehen muss, so jede Farbe einzeln oder ähnliches. Damit Mobile-User, die jetzt ohne Erwartungen auf so einen Code-Pen-Link drücken, nicht automatisch 3 oder 4 Gigabyte, CSS runterladen müssen, weil das ja so ein Mobile-Netz kann das schon Auswirkungen machen. Das finde ich sehr lobenswert. Ich würde Milan dann auch nochmal fragen, weil du gerade meintest, manchmal bricht man da so aus. So manchmal gibt es Situationen, da wechselt man dann wieder in Custom CSS rüber, ob du da Beispiele hast, wann ihr das mal braucht oder was sind die Momente, wo das passieren kann, so die kritischeren Momente. Ja, finde ich eine sehr gute Frage. Also lass mal kurz zurückdenken. Also ich glaube, es gibt mehrere Fälle. Das eine ist so die gefürchtete Ausnahme, also als Entwickler, Entwicklerin, die Sonderlocke, also wenn man plötzlich eine Anforderung hat, die irgendwie nicht ins Designsystem passt, also sei es der Abstand oder das Bildformat oder irgendwas, was jetzt sich eben da nicht dran verorten lässt, da ist es tatsächlich so, also es gibt ja auch diese YouTube, die ist jetzt auch ein bisschen älter, aber so eine ziemlich gute Videoserie von dem Adam Wilson, wo er, also kannst du ihm stundenlang zugucken, wie er irgendwelche Sachen baut, aber also wenn man drauf steht, das macht schon auch tatsächlich ein bisschen Spaß. Und er sagt dann, ja, jetzt haben wir das und wie gehen wir jetzt damit um? Und dann sagt er, ja, jetzt an dieser Stelle, da müssen wir jetzt nur einen wirklichen Inline-Style halt irgendwie machen. Und ich finde das auch gar nicht verkehrt, das als Inline-Style zu machen, weil dann wissen die Leute, das hat jetzt mit dem Rest hier nichts zu tun. Und der bessere Prozess wäre natürlich eigentlich dann in Dialog zu treten mit deinem Designer und zu schauen, kann ich es nicht innerhalb von meinen Constraints irgendwie abbilden. Aber so als Escape-Hatch finde ich das tatsächlich inzwischen auch vertretbar. Und ich bin eigentlich ein ehemaliger Purist, also deswegen finde ich das schon auch interessant. Und das Zweite, was ich manchmal habe, jetzt auch in der Vergangenheit, gar nicht so lange her, ist, wenn man dann anfängt, Moment, ich will doch eigentlich irgendwie, also jetzt bei uns, aber also ist jetzt Vue, aber kann natürlich auch React sein, oder
alle anderen, die es da eben noch gibt. Jetzt schreibe ich schon JavaScript, dann will ich ja auch bitte von dem ganzen restlichen Ecosystem dieser Welt irgendwie profitieren und will mir da jetzt mal schön irgendeine Komponente reinladen. Und die ist natürlich jetzt nicht Tailwind-fähig, sondern benutzt da seinen eigenen CSS-Ansatz. Und da wird es dann so ein bisschen hässlich, wenn man ehrlich ist, also zumindest nach meinem Verständnis, weil dann fängst du an, oder was heißt hässlich? Also was du dann machen musst, ist dann wieder CSS-Klassen als Styling-Hooks zu begreifen. Also das, was, also ist ja mal unser Beispiel, was hatten wir jetzt gerade? Einen Kalender-Widget oder sowas. Und dann, sag ich mal so, gibt es jetzt in Tailwind UI oder in Headless UI, gibt es den Fall jetzt gerade oder gibt es den noch nicht richtig? Oder greife ich auf ein bestehendes Modul im View-Ecosystem dann irgendwie zu? Dann ist die Chance relativ gering, dass das mit Tailwind in Mind, sag ich mal, gebaut wurde und exposed wurde. Und dann müsstest du eigentlich eher wieder so einen klassischen Styling-Ansatz fahren. Und dann fängst du an mit diesem Add-Apply. So wird's genannt. Und das ist, glaube ich, in der im vorigen Folge auch schon erwähnt worden. Das ist so ein bisschen der Escape-Hatch für dich, wie du in, das ist so eine Art, in SAS heißt das, glaube ich, Extend. Oder was heißt, glaube ich, aber es ist 10 Jahre her irgendwie, aber wo du die Regeln von einer anderen CSS-Klasse in dein CSS dann so composen kannst. Und das ist auf jeden Fall ein Fall, den gibt es schon, sage ich mal, wenn du keine Möglichkeit hast, ans HTML ranzukommen, so will ich es mal beschreiben. Das ist vielleicht die bessere Umschreibung, weil es gibt noch mehr Fälle davon. Zum Beispiel, wenn du eine sehr document-centric Website baust oder du hast so ein das sporadische Blogging-System oder so, wo du mit Markdown dein Krams schreibst und du jetzt nicht jedes Element da deine Utility-Klassen dranhängen möchtest, dann würdest du, denke ich, eigentlich auch da eher so einen Extend- oder Apply-Ansatz fahren. Aber da, finde ich, kommt dann Tailwind auch an seine Grenzen. Also das ist ausdruckbar, aber nach meinem Verständnis dann auch nicht mehr so schön. Also da finde ich, also wenn man jetzt dazu kommt, gibt es irgendwelche Sachen, wo Tailwind vielleicht nicht so viel Spaß macht, ist dann, würde ich sagen, Document Heavy. Und wenn du irgendwie, aber das versteht sich eigentlich auch von selbst, wenn du irgendwie die Kaskade so für dich nutzbar machen wolltest, das ist ja also auch ein Ansatz, das ist ja auch nicht komplett tot, dann die gibt's halt nicht in Tailwind, ne? Also da erbst du halt prinzipiell erstmal gar nichts. Ja. Ich habe eine Frage an euch beiden Tailwind-Nutzer, die sich jetzt ein bisschen auf das bezieht, wie sie, also was ihr jetzt gesagt habt, von wegen im Vergleich mit anderen Methodologien und das darüber entscheiden, wie man Dinge benamst und welches System man folgen sollte und wie sehr man sich an Regeln hält. Habt ihr Tailwind ausschließlich mit einem JavaScript-Framework verwendet oder gibt es auch viel Einsatz für eben so Dokumente, Webseiten, pipapo? Ich habe es tatsächlich jetzt nur mit JavaScript-Frameworks in Verbindung genutzt. Aus dem Grund, weil ich ja doch teilweise eben mit diesen Frameworks, die sind ja, glaube ich, fast alle Single-File-Component basiert, und damit kann ich mir quasi sowas wie so eine CSS-Komponente erstelle ich ja schon dadurch, dass ich eine Kind-Komponente habe und der jetzt meine Klassenliste anhänge, aber die ganze Komponente ist dann die Box. Sowas hatte ich ja normalerweise als CSS in die Klasse Box reingelegt. Dummerweise kam ich dann immer mit sehr, sehr vielen Boxen raus. daher ist es da schon recht gut. Ich hatte jetzt gerade so ein längeres Dokument geschrieben. Das war auf einer Webseite, die mit Svelte läuft. Und es waren halt Paragraphen, Überschriften, Links rein. Und da habe ich auch gemerkt, das ist ein bisschen blöd, weil ich kann jetzt nicht von dem, also ich könnte natürlich immer noch, ich war halt in dem Mindset gerade nicht drin, dass ich jetzt kein globales CSS habe, wo ich sage, okay, die H2 schaut so aus und alles, was die Linie, die unter der H2 kommt, die wird so ausschauen und jeder Paragraph hat diese Eigenschaften, wenn in dem Paragraph eine Liste drin ist, dann hat es diese Eigenschaften und jeden Link mal bitte einmal unterstreichen. Das müsste ich jetzt mit sowas wie Utility-Based CSS jedes Mal einzeln angeben, bei jedem P-Class Margin-Bottom 10 schreiben oder 2, was auch immer. Ja. Genau, also den Fall sehe ich ähnlich. Ich sag mal so, ich glaube,
man kann das noch so ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, ich würde nicht sagen, es funktioniert nur in einem Component-based JavaScript-Framework, sondern es funktioniert nur besonders gut, wenn du in einem System arbeitest, in dem du möglichst schnell und möglichst einfach Abstraktionen auf Template-Ebene schaffen kannst. Also das müssen für mich jetzt nicht zwingend Komponenten sein. Die haben auch in der auf der Homepage von Tailwind, da haben die ja auch ein Beispiel in Blade als Templating Language. Und das kommt daher, dass Tailwind eigentlich auch so in dem Laravel-Umfeld auch so ein bisschen gepusht wird. Mhm. Und das ist ja jetzt erstmal nicht zwingend, sagen wir, die haben da auch irgendwelche Ansätze mit sonst was irgendwie, Inertia und Livewire, aber an sich ist das ja erstmal MVC, nach meinem Verständnis. Und sobald du, sagen wir mal, eine Abstraktion auf HTML-Ebene schaffen kannst, ohne dir ein Bein auszurenken, dann macht es Sinn. Und als Das kränkt genau in die Richtung, nämlich auf die ich hinaus will, wenn ich dir da ganz kurz unterbrechen will. Ja, weil was ich nämlich gemerkt habe, ist, bei meinen Gehversuchen mit Tailwind, so wie ich das Ganze irgendwie wegkapseln kann in etwas, das greifbarer ist, wie zum Beispiel, wie die Vanessa gesagt hat, eine Box, oder du hast das ganz gut beschrieben mit einer Abstraktionsebene über HTML. Das kann aber ein React-Component sein, das kann aber irgendein Handlebars Snippet sein, das ich immer und immer wieder inkludiere. Mache ich mir ja schon Gedanken dabei, wie ich jetzt diese eine Komponente benannst, und dann habe ich diese Komponente einmal für mich weg abstrahiert, ne? Mhm. Und dann geht es ja wirklich nur mal ums, unter Anführungszeichen, Anmalen des ganzen Dings. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit diesen ganzen alten CSS-Methodologien, die wir gehabt haben, man hat sich immer sehr, sehr stark bewusst gemacht, welche Komponenten man im CSS braucht, die möglichst HTML unabhängig sind. Mhm. Also man hat ja versucht, dann an wiederverwendbare Klassen zu machen, die man auf möglichst viele Komponenten anwenden kann. Und da gibt es dann da allein ist schon ein Bruch dahinter. Und dadurch, dass man jetzt einmal gesagt hat, okay, man kann sein Behavior, das JavaScript mit dem HTML kombinieren, wie es in React der Fall ist oder in Vue Single File Components und solche Sachen, das hat, finde ich, schon ein bisschen den Weg geebnet, dass du sagst, hey, und CSS kann ich jetzt dort nah drinnen anwenden und am besten in so einer Form wie diese Utility-Klassen, weil dann ist das CSS, liegt halt einfach irgendwo als Bibliothek, die ich konsumieren kann. Ich wende ein paar Klassen an und fertig und das Ding schaut so aus, wie es gern gehabt hätte. Diese Abstraktion oder dieses Abkapseln dieser ganzen Dinge passiert auf einer komplett anderen Ebene. Und das ist nämlich auch zum Beispiel der Punkt, der mich dann am meisten stört, wenn ich das Ganze nicht in so einer Abstraktionsebene verwende, sondern vielleicht irgendwie ein Dokument durchtempeln oder so. Ich tue mir irrsinnig schwer, Tailwind-UIs zu debuggen, wenn ich nicht nebenbei React-Dev-Tools oder Vue-Dev-Tools habe, damit ich weiß, um welche Komponenten handelt es sich eigentlich. Dann gehe ich zurück in meinen Editor, dann arbeite ich direkt an der Komponenten wieder im Style. Aber dieses klassische CSS-Debuggen, wo ich eben die CSS-Klasse suche im HTML und anhand von dieser CSS-Klasse ein paar Properties ändern und schaue, ob das weiterhin so funktioniert. Das fällt mir da völlig. Und das ist tatsächlich die größte Challenge, die ich habe mit dem Ding, weil ich meine gesamten, mir über jetzt fast Jahrzehnte angelernten CSS-Debugging-Techniken entlernen muss und ich habe meinen Code-Editor dabei oder ich habe DevTools für das Framework dabei, Modus umstellen muss. Und das geht, da habe ich jetzt Projekte immer ausgecheckt. Das ist halt auch für mich als Code-Forensiker, der nachschaut, was ist im Production schiefgegangen, wo ich eben die ganzen Debug-Informationen nicht mehr habe, irrsinnig schwer. Aber ich verstehe, dass diese Grundvoraussetzung so einen Workflow unterstützt. Und ich glaube, dass er nur durch so einen Workflow gescheit funktionieren kann. Was du halt wirklich, wie du sagst, Milan, diese Abkapselung auf Komponentenebene oder auf Template-Einheit-Ebene hast und dort abstrahieren kannst. Ja, genau, so sehe ich das. Also klar, der potenzielle Buy-in jetzt aus Entwicklersicht, der ist natürlich höher. Und auch das, da kommt man jetzt wieder zu dem, sagen wir mal, Separation der Ebenen, der wird dort weiter aufgehoben. Und da kann man sich natürlich drüber unterhalten, ist das primär was Schlimmes oder ist das eigentlich in Ordnung so? Und das ist halt einfach eher so, ich glaube, für die Leute, die, und da geht's mir auf jeden Fall so, die jetzt sehr lange dabei sind, also ich schreibe seit den frühen 2000ern irgendwie CSS,
da sind sehr viele unterschiedliche Schulen gekommen und gegangen. So. Und ich komme noch irgendwie aus so einer, also ganz, ganz früher irgendwie vom Dreamweaver und Frontpage so, aber dann es gibt sowas wie Webstandards und dann gibt es sowas wie Separation of Concerns und dann gab es mal den CSS Zen Garden so. Und es ist jetzt irgendwie ganz grausig und grässlich, wenn du, also überhaupt die Idee, dass man darauf kommt, irgendwie sowas wie Präsentation in eine CSS-Klasse auszudrücken, ist quasi komplette Ketzerei und totaler Wahnsinn, so nach dem Mindset. Und ich finde aber, dass die Realität schon das so ein bisschen eingeholt hat und dass man das schon fragen kann. Ich glaube, es ist nicht für jeden Fall geeignet, ne? Und ich glaube, für die Ultra-Puristen wird es auch schwer. Aber ich finde, für Workflow in Teams und wo klar ist, wir sind alle sozusagen auf diesem Stack sozusagen unterwegs und wir verstehen die Vorteile und die Abstraktionsebene dahinter, da bietet es schon wirklich auch erhebliche Vorteile. Und zu dem Abstraktionsding noch, was ich so am Rande, ich kenne die nicht persönlich, aber also Spiegel Online ist mit Tailwind gebaut, ne, in der neuesten Iteration seit dem Redesign. Und das ist nun schon auch document-centric, aber die, meine ich, haben einen PHP, CMS, was dann auch dir stark ermöglicht, auf der Template-Ebene dann auch Anpassungen zu machen. Und auch für uns in die Firma kann ich so ein bisschen aus dem Nähkästchen noch sprechen, ne? Also wir haben das in dem einen Team jetzt seit einem Jahr irgendwie im Produktionseinsatz und da haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Der Rest der Firma ist jetzt noch nicht dahin migriert und standardisiert. So, ne? Und da müssen wir mal gucken, wie die Adoption da weitergeht. Also für mich ist es ein sehr vielversprechender und sehr guter Ansatz für den Anwendungsfall, den wir da haben in dem Team. Ob der Allgemeingültigkeit hat, müssen wir ja mal sehen in der Zukunft, würde ich sagen. Dem Teampunkt, den du ansprichst, den finde ich gar nicht so unwichtig. Ich denke da vor allem auch, das ist aber jetzt eher theoretische Idee, das kenne ich nicht aus der Praxis, aber ich denke da vor allem auch an Agenturen, bei denen du vielleicht jetzt sehr, sehr viele Projekte hast. Und wo ich mich erinnern kann aus meiner Agenturzeit, wir haben, die schönste am Bootstrap war eigentlich nicht das, dass wir irgendwie ein tolles CSS-Framework gehabt haben, sondern das war eigentlich das, dass man sich um viele Dinge keine Gedanken haben machen müssen und ein Projekt schnell einmal auf die Füße bekommen hat. Nicht? Einfach weil dieser Grundsatz an Verständnis bei allen herrscht. Das heißt, du hast einfach von Projekt zu Projekt zu Projekt wechseln können und wie du damit gearbeitet hast, war eigentlich das Gleiche. Und die kann man das ja durchaus vorstellen, dass das jetzt in Tailwind auch so ist, wenn du sagst, hey, ja, egal, ob das jetzt der React-Projekt ist, ein Vue-Projekt ist oder Eleventy statische Seiten oder mit einem PHP-CMS geschrieben. Das CSS kann ich bearbeiten, weil das ist Tailwind und ich verstehe das und die Klassen sind alle die gleiche und die Funktionsweise ist alle die gleiche und ich brauche die Person nur einmal anlernen und sie kann sofort überall arbeiten. Also das ist ja, das kann ich mir vorstellen, dass funktioniert, ob das wirklich so ist. Ja, also das ist bestimmt ein Aspekt. Ich glaube, für uns jetzt das ist natürlich so ein bisschen auch eine Frage der Organisationsstruktur in deiner Firma, wie stark du standardisierst und wie viel jetzt so auf Teamebene dann irgendwie entschieden werden kann. Ne? Also hast du sehr viele Projekte, sehr viel Durchlauf und vielleicht auch Fluktuationen in den Teams, so dann brauchst du das, sage ich mal. Also hast du sehr langlebige Projekte oder Produkte, die dann von einem, sagen wir mal, steten Team über viele Jahre irgendwie bearbeitet werden, so dann versuchst du ja möglichst viel auf Teamebene abzudecken. Aber klar, also ich glaube, viel spannender ist, oder nicht viel spannender, aber auch spannend ist, eher so ein bisschen so diese Diskussionsfrage. Also ich erinnere mich an stundenlange Meetings jetzt aus meiner BEM-Zeit, die ist jetzt auch noch nicht tot, so will ich es jetzt nicht sagen, aber das ist so diese Benamungsdiskussion, ne? Also ist das jetzt der Teaser-Block sonst was und wie nennt man es denn? Und das ist ja Kommunikation ist schwierig so und so, sagen wir mal, zumindest die visuelle Kommunikation in dem Ausdruck, das ist dir quasi dann an der Stelle abgenommen. Und dann gibt es für mich nach meinem mentalen Modell, also weil du musst es ja trotzdem irgendwo verorten, irgendwo hinschieben, gibt es dann irgendwie, sagen wir mal, eine UI-Ebene, die man dann drumherum baut in der Abstraktion. Also dein, wie sie ja dann eben dann alle heißen, dein Dropdown und dein Button und dein Link und Badges und was man sich alles so unter UI vorstellt.
Und dann gibt es für mich noch irgendwie dein Domain-Model irgendwie. Da wird dann aus deinem Grid dein Product-Grid oder also da wird es dann quasi an die Domäne des Kunden oder des Produkts dann angeschlossen, wo es dann mit Leben und mit Daten gefüllt wird. Genau. Und auf Tailwind-Basis kannst du, finde ich, sehr gut diesen Zwischenschritt gehen, nämlich auf UI-Ebene abstrahieren und dort dir deine Templates bauen und die dann wiederum mit der Datenhaltung halt connecten. Und dann, finde ich, hat man so eine ganz schöne Dreiteilung, so würde ich es mal beschreiben. Ich finde, es ist ein perfektes Beispiel, um auch hier zu zeigen, dass Tailwind, das ist immer so gerne, wir nehmen das zum Prototypen, weil es dafür einfach super schnell geht und super, aber sich an sich dann auch gerade wieder für große Projekte eignet, weil ich denke, diese Namen für Komponenten und Klassen etc. zu finden, es ist halt ein sehr schwieriger Prozess und oft gibt es nicht die wirklich gute Lösung. Das macht den Prozess dann auch so kompliziert. Und BEM hat den Nachteil oder andere Naming Conventions haben den Nachteil, sie sind eine Naming Convention. Es ist nichts, das wirklich dir jetzt, es gibt keine Tools, die dir jetzt wirklich dabei helfen, hey, du musst es so und so benennen, ansonsten wird es nicht kompilieren. Es sind von Menschen geschriebene Namen und die Diskussionen, die in die Pull-Requests, Aufhaltungen, die man da sieht, die sind schon, die können bei größeren Projekten wirklich kompliziert werden. Gerade wenn es dann noch in die Richtung geht, dass Dinge durch die Spezifität überschrieben werden, abgeändert werden und im schlimmsten Fall man dann die Importance wieder verwendet. Und daher kann ich auch sagen und bestätigen, dass gerade wenn so ein Projekt jetzt tatsächlich richtig wächst und nicht mehr in dieser Zwischenphase ist, es mit Tailwind dann aber immer noch einfach stabil bleibt, während man bei anderen vielleicht immer wieder mehr Files und mehr CSS-Klassen hinzufügt. Man hat halt immer noch dieses begrenzte Set an CSS-Klassen, was ich sehr vorteilhaft finde. Ich will auch nicht sagen, Tailwind beziehungsweise eben Utility-Based CSS ist jetzt das Beste der Welt, weil ich glaube, das ist immer blöd, sowas so auszudrücken und dann Leute mal das auszuprobieren lassen. Denn es hat auf jeden Fall eine Lernkurve. Es hat so eine Lernkurve, wie wir alle hatten, als wir überhaupt mal mit CSS angefangen haben. Und es gibt bestimmte Klassennamen, die kommen mir jetzt ganz flüssig von den Fingern runter, was mich immer am meisten geärgert hatte, wenn ich nicht Tailwind hatte, war, dass ich aktuell ständig sowas schreibe wie Display Flex, Align Items, Center, Space Justify Content Space Between. Das ist sowas, was ich ständig schreibe. Dafür habe ich aber an sich keinen Klassenname. Aber ich hatte das ständig wiederholt. Und das sind jetzt Klassen, die schreibe ich runter. Dann schreibe ich Flex, Align, Center, Justify Between. Die kann ich schon auswendig. Ich habe aber natürlich auch Probleme, wenn es jetzt in Richtungen geht wie Fokusring 2, Fokusring, was für ein Ding. Da kommt jetzt die Stärke von Tailwind im Spezifischen und das ist halt die Dokumentation. Also wenn man auf Tailwind CSS drauf geht, dann gibt es auch erstmal den, das ist total accessible übrigens, die Seite, kann man erstmal Command-K drücken auf der Mac-Tastatur und kann halt wirklich seinen Befehl eingeben und dann ist alles runter dokumentiert von Grid über Flex, über alles Mögliche. Ist ein Ticken mit Best Practices und vor allem aber mit Beispielen. Vielleicht könnte man sogar noch mehr herausarbeiten, um zu sagen, hey, ich glaube, das, was du gerade mit Flex versuchst, solltest du eher mit Grid machen. Jetzt gut, kann man drüber streiten, wie viel jetzt dieses Framework da noch spezifisch machen muss. Was mich eher gestört hatte oft bei Tailwind 1 war, oder bei anderen Systemen, die eben schlechtere sozusagen Design-Tokens hatten, war, dass mir oft dann die Nummern ausgingen. Bei Padding und Margin, da gibt es schon einige Nummern, da kommt man irgendwie schon immer direkt da drauf, was man eigentlich haben möchte. Aber es gibt jetzt solche Sachen, gerade wenn es in Richtung von Bildern geht, dass ich da irgendwie eine tatsächliche Height und eine tatsächliche Width angeben wollte. Oder auch mit Max. Und jetzt nicht aber die Max-Width von 100% vielleicht, sondern tatsächlich einfach 80 Pixel, weil das ein komplett komisches Custom-Ding war und ich musste es jetzt so stylen. Die eine Möglichkeit ist jetzt zu sagen, gut, dann nehme ich halt doch wieder Custom CSS. Macht man vielleicht vor allem oder mache ich vielleicht auch dann häufiger, wenn ich jetzt Komponenten habe, in denen ich dann Scoped CSS schreiben kann. Das heißt, mein CSS ist immer noch direkt an diese Komponente dran. Ich würde es nicht machen, wenn ich kein Framework dazu hätte und jetzt irgendwo so ein Main SCSS rumfliegen hätte oder gar noch ein eigenes File dafür dann aufmachen müsste und das File irgendwo importieren. Dann, nee, das würde ich jetzt nicht mehr machen.
Aber die andere Möglichkeit ist, in die Tailwind-Config reinzugehen und eben diese Config zu erweitern. Das macht man dann auch ganz viel mit Custom Colors. Dann kann ich eben da schreiben beim Theme, Extend und jetzt bei der Max Width dann noch, keine Ahnung, die 80 Pixel dran. Und da hat es eben so ein bisschen eine Naming-Convention, dass du halt versuchst, das dann irgendwie Max W 80 zu nennen für 80 Pixel. Vielleicht gibt es für Pixel auch was Klügeres, dass du noch ein P da drin da hängst. Im Endeffekt kannst du es auch Unicorn nennen und dann hast du wieder Pull-Request-Diskussionen wie bei Ben. Aber das wäre jetzt alles möglich. Jetzt aber, Milan, an dich. Ich hatte ja Probleme so mit Width and Height. Gibt es da vielleicht Neuerungen bei Tailwind 2, die mir jetzt da raushelfen würden, dass es noch einfacher geht und ich nicht mehr so viele Sachen hinzufügen muss? Genau, vielleicht können wir die Frage sogar erweitern auf, was bringt Tailwind 2 denn Neues überhaupt? Ja, da können wir gerne gleich einsteigen. Ich wollte nur ganz kurz eine Sache noch einbringen. Also nochmal kurz zum Thema Vergleich mit BEM. Also meine Erfahrung über ist, dass BEM sehr gut funktioniert als Konvention, um dieses Scoping-Thema zu lösen, dass aber BEM-Projekte über die Zeit größer werden. Das ist eigentlich mein größter Nachteil, den ich sehe in dem Pattern. Und das haben Tailwind-Projekte eigentlich nicht. Also, oder zumindest von dem Payload dahinter. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, hast du sehr gut beschrieben, einen Erfolgsfaktor, finde ich, von Tailwind, nämlich die Dokumentation. Die ist, finde ich, sehr, sehr gut. Und der zweite, also um diese Lernkurve, die es ohne Frage gibt in den, ich würde sagen, ersten, je nachdem, wie tief man drin ist, aber ich denke so in, oder bei mir war das so, nach ein, zwei Wochen hat man so die gröbsten Sachen, glaube ich, raus und dann muss man nur so Spezialsachen nachgucken. Gibt es noch ein Ding, was auch sehr, sehr hilft, nämlich die VS Code Integration. Also wenn man den VS Code benutzt, gibt es bestimmt auch für andere, aber der dir all diese Klassennamen quasi per Autocomplete dann in deinen Editor gibt. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir mal ins Release ein und gucken, was alles da dazugekommen ist. Ja, gerade bei dem Release, also soweit ich weiß, es gibt so einen Upgrade-Guide, den verlinken wir dann auch in den Shownotes und es gab dann so einen kompletten Blogartikel drüber und darüber darfst du uns gleich ganz viel erzählen, aber eins vorneweg, alle Zuhörer und Zuhörerinnen müssen bitte dann auf diese Tailwind-Seite gehen und sich bei dem, nicht bei dem Upgrade-Guide, aber bei dem Blogartikel von wegen Tailwind 2 ist jetzt released, das Video anschauen, das ganz oben. Nein, dieser, der Trailer. Ja, Trailer. Ja, bitte. Ich habe jetzt offiziell alles gesehen. CSS-Frameworks, Trailer kriegen. Ja. Okay, ja. Alter Mann, das wir waren bei dem Thema schon. Und wer ungern, das sage ich noch kurz, wer jetzt ungern den Blogartikel durchliest, so mit eigenen Augen, es kommt vom Eric, es gibt mittlerweile auch einen Eric, ich weiß nicht genau, wie der da reingerutscht ist, aber auf jeden Fall nimmt er dem Adam Withen so viele Videos ab und er macht es auch großartig, da gibt es bei YouTube auch einen 11-Minuten-Video drüber, dass er eben einem quasi diesen Blogartikel so ein bisschen vorliest und sich auch sehr begeistert diesen Trailer nochmal anschaut. Genau, also um auf deinen Einstieg reinzukommen, du meinst wahrscheinlich, dass die also die Skala dort irgendwie erweitert wurde. Also wir haben ja vorhin am Anfang so ein bisschen über die Design-Tokens oder Constraints da irgendwie gesprochen. So am Rande wurde es auch schon erwähnt, so die Klassennamen, wie sie sich dann eben zusammensetzen, von die auch wirklich sehr fremd wirken, wenn man, sagen wir mal, noch nicht Tailwind konvertiert ist. Also PT4 oder MB96 und das Ganze nochmal responsiv in allen Varianten. Genau, und da gibt es eben so eine Standardskala, die für viele Fälle ausreichend ist und die ist eben jetzt dann eben erweitert durch Zwischentöne, wo man dann eben noch mehr ausdrücken kann. Und wenn das dann immer noch nicht ausreicht, aber das konnte man auch schon vorher, dann kannst du diese Spacing-Skala natürlich auch in deiner Tailwind-Konfiguration dann eigentlich auch noch customizen, so dass dann alle Klassennamen quasi generiert werden für dich, für alle erdenklichen Größenverhältnisse, würde ich mal sagen. Für mich ist so ein bisschen so, der Gag von Tailwind ist eigentlich, sich dort einzuschränken. Also weil zu einem gewissen Grad kriegst du darüber nämlich eigentlich Consistency in dein Design-System. Und wenn du dann irgendwann anfängst, okay, meine Skala hat jetzt auch
so Pixel-Values oder so, dann ist natürlich nicht mehr viel gewonnen. Aber wenn du, sagen wir mal, so große, du hast vor allem so einen Anwendungsfall, irgendwelche größeren Bilder oder sowas, die du ausdrücken müsst, dann ist deine Skala quasi jetzt auch nach oben hin erweitert. Und da gibt's dann jetzt irgendwie 72, 80, 96. Ich glaube, intern, das muss man immer so umrechnen. Ich glaube, das entspricht dann so 4 visuellen Pixeln, glaube ich, und dann in REM dann nochmal für was anderes. Ja, gesehen hatte ich jetzt bei der Max Hate, dass es da, es geht ja immer sozusagen, also für mich geht es sozusagen in 4er Schritten, weil immer 4 Einheiten dann ein EM, REM, sowas sind. Das passende normalerweise. Und ich hatte wirklich das Problem, ich brauche jetzt wieder was für ein Bild mit einem mit einer maximalen Höhe von, keine Ahnung, halt 96 Pixeln. Jetzt musste ich wieder mal wie umständlich in das Tailwind-Config gehen und das da anlegen und dann erst benutzen, was ehrlich gesagt auch nur 2-3 Tastendrücker wären. Aber es, ich glaube, da geht es halt wirklich tief runter und einfach mit diesen, naja, es gibt halt Purge CSS. Es war sowieso schon notwendig und warum dann nicht gleich so? Ja, dich stört wahrscheinlich, du bist ja jetzt wahrscheinlich dann verwöhnt, du musst ja deine Template eigentlich gar nicht mehr verlassen. Ne, du musst nicht mehr in einen CSS-File reinspringen, das ist ja schon cool. Das ist ja so ein bisschen so wie das, was einen bei Mobilgeräten stört, wenn man so von Touch auf oder von Maus auf Tastatur wechseln muss und so. Das hat man dann ja nicht mehr, weil man ja wirklich alles in seinem Template machen kann. Aber wenn dann diese eine Sache kommt, die man nicht machen kann, wo man dann halt nicht zwar in Tailwind halt nicht mehr ins CSS springt, sondern dann in seine Konfiguration rein muss und da was reinkonfigurieren muss, dann so wahrscheinlich, das ist dann zwar ein Luxusproblem, aber nervt dann halt, ne, denke ich. So ein bisschen hast du das jetzt. Ja, nervt. Ist ja nicht wirklich schlimm, aber wenn man, dann ist man halt auch irgendwie verwöhnt, ne? Ja. Aber man ist wirklich verwöhnt. Also das kann ich vielleicht auch nochmal so aus der Praxis dann irgendwie sagen. Also man verlässt eigentlich seinen Editor gar nicht mehr, in Vue ja auch vorher eigentlich schon nicht, in Single-File-Components, aber eigentlich machst du wirklich irgendwie nur deine Templates, ich kann die Matrix irgendwie sehen und baust dir das da zusammen. Und wenn du das dann noch kombinierst, in Vue gibt es dann auch so ein paar Initiativen, die dann auch so unter dem Thema Developer Experience sitzen, die das dann nochmal vereinfachen, zu Komponenten zu extrahieren, wo du dann markierst dir ein Markup und der baut dir eine neue Komponente komplett mit Props und sowas daraus, ohne dass du groß was getan hast, dann hast du wirklich einen sehr, sehr schnellen Feedback-Cycle, sag ich mal so, im Bauen. Und das ist, finde ich, einer der Stärken tatsächlich dann auch von Tailwind und wenig Kontextwechsel. Und klar, wenn du an die Grenzen stehst deines Systems, dann wird es immer ungemütlich, aber da ist es eben flexibel und erweiterbar. Und jetzt eben, würde ich sagen, sind die Skalen oder die Ausdrucksmittel erhöht, sag ich mal. Es ist wahrscheinlicher, dass du in deinem Standardset an Zutaten das findest, was du ausdrücken möchtest. So würde ich es mal beschreiben. Es hat ja, glaube ich, auch noch ein paar mehr Farben dazu gekommen, vielleicht, weil schon so viel Tailwind genutzt wird, dass die bisherigen Farben schon irgendwie relativ häufig auftauchen irgendwo. Wäre das eine Möglichkeit? Ich weiß es nicht. Ist so eine Verschwörungstheorie. Ja, die haben vor allem, glaube ich, das Teal rausgenommen und sozusagen das Teal haben sie jetzt selber behalten für ihre eigene Seite. Ich glaube, die ist da immer in Teal gehighlightet. Ansonsten wurden sie halt eben vor allem vom Steve einfach erweitert mit allen möglichen. Besonders spannend finde ich bei der Color Palette. Gerade, glaube ich, im Startup oder nicht im Startup-Bereich, aber so in dem Bereich, wo man vielleicht nicht immer gleich ein ganzes Designsystem von 5 Designern zugestellt bekommt, aber sie haben bei den Grautönen jetzt auch tatsächlich verschiedene Grautöne. Also du hast mehrere bläuliche, kalte Grau als sowohl dann auch weiche, braunere Graufarben. Und das spielt so ein bisschen zusammen, wenn man meinem Steve Sugar auf Twitter folgt, der hat da so Design-Tipps, die er tweetet, wie er auch dann ganz gut zeigen kann, hey, wenn deine Farbpalette eher bräunlich, eher warm ist, dann nimm bei deinen grauen Texten, die man ja immer hat für irgendwas, nimm dann auch einen brauneren Ton und es macht schon einen sehr guten Unterschied. Und so habe ich auch mir am Startup jetzt hier abgewöhnt zu fragen, ey, welches Grau soll ich nehmen? Sondern ich habe halt die richtigen Graus einfach zur Auswahl. Das finde ich sehr gut. Was ich ganz cool finde,
Ist eins der ganz wenigen Sachen, wo jetzt tatsächlich so zwei, hui, jetzt fällt mir das richtige Wort, Zuweisungen bekommt für eine Klasse, ist, dass man jetzt auch für jede Font-Size, also zum Beispiel Text XS, Text SM, und ja, man kommt irgendwann damit klar, was ist Text-Minus und was ist Font-Minus, da gibt es dann eine Default-Line-Height noch dazu, weil ich sowas permanent vergesse, auch eine Line-Height anzupassen, und die kommt einfach richtig kalkuliert mit, finde ich super cool. Ja, ich meine, das ist halt dann so die Finesse, sage ich mal, sie machen es einfacher, das Richtige zu tun, also, und, oder sagen wir mal, die treffen eine Vorauswahl für dich, die dann sagen wir mal, opinionated ist in seiner Gestalt. Aber das ist eigentlich ganz gut für Leute, die sich damit dann vielleicht auch nicht so stark auseinandersetzen wollen. Also, und insofern macht es das dann einfacher. Also das finde ich schon tatsächlich, von dir auch gesagt, ne? Also dass du mit den Grundzutaten von Tailwind, und das ist, glaube ich, ein bisschen auch das Geheimnis, dass der Adam Witham mit dem Steve zusammenarbeitet, das ist quasi alles von einem Designer gespeist und eingespeist da in das System. Und auch jetzt in dieser Farbpalette, ich meine, sie haben ja drumherum dann ihre, sagen wir mal, ihre Inhalte, die sie verkaufen, und der Steve, ich glaube, mit dem Adam bin ich ganz sicher, die haben ja dieses Refactoring UI-Buch geschrieben, das habe ich auch gelesen, da hat ein ganzes Kapitel dazu, wie man, sagen wir mal, als Visual Designer da jetzt Farbpaletten bauen sollte. Und das ist nicht unbedingt das Gleiche, wie das ein Entwickler machen würde oder und auch vielleicht ein Farbtheorist, Theoretiker, sondern das ist eher dann so ein bisschen auch handpicked nach nach Wahrnehmung, weil du sonst hast ja zum Beispiel immer den Fall, dass ein Gelbton der gleichen Skala dann zu hell wirkt im Vergleich zu einem Rotton oder so. Also wenn es jetzt nach, je nachdem, was für ein Modell du benutzt, aber und das kuratiert er da so rein, sage ich mal, dass die für sich stimmig dann eben nebeneinander stehen. Ein Ding, was auch noch dazu gibt, das ist für mich fast schon ein bisschen selbstverständlich, das ist jetzt so ein bisschen die Lernkurve, aber ich finde es auch wichtig zu erwähnen, ist etwas, das heißt Group Hover und Focus Within. Und es ist natürlich jetzt das Problem, wenn man eben keine Kaskade mehr hat, wie willst du dann sagen, wenn ich das äußere Hover, also wenn wir uns jetzt mal konkret eine Box vorstellen und diese Box soll komplett hoverable sein, aber gleichzeitig soll sich dann auch der Text drinnen verändern und die Farbe anpassen oder ähnliches. Da gab es schon immer dieses Prinzip des Group Hovers, dass ich bei dem wrappenden Element diese Group vergebe und dann unten schreibe statt Hover Doppelpunkt tatsächlich einen Group Hover und das somit schon alles gelöst habe. Und anscheinend gab es da Restriktionen, dass man hatte diese Konfiguration, welche von diesen Sachen tatsächlich auf welche Klasse oder auf welches Element anwendbar sind, damit jetzt nicht das CSS noch und noch größer wird, da konnte man bei einzelnen Sachen dann hinzufügen, okay, ich möchte auch, dass dieses Ding Group-Hover-fähig ist. Und ich glaube, das haben sie auch bei deutlich mehr hinzugefügt. Ja, das sehe ich auch so. Genau. Dann, naja, wir haben es vorhin so ein bisschen schon mal angerissen. Zu diesem Add-Apply haben sie das eben auch erweitert. Wie gesagt, bin ich auch auf deinen Input nochmal gespannt, Vanessa. Für mich ist Add-Apply eigentlich immer eher der Escape-Hatch aus dem System. Nichtsdestotrotz, da gab es halt in der Vergangenheit Restriktionen, wie man das auf so, ich meine, Responsives und dann auch so Hover- und Focus-Styles und so anwenden kann. Also da gibt es, glaube ich, syntaktisch so ein bisschen Finesse zu lösen. Und das kann man jetzt eben. Das war in der Vergangenheit halt ein Problem. Also ist das was, mit dem du oft in Kontakt getreten bist, Vanessa, oder geht so? Ganz anders tatsächlich. Also ja, es stimmt, bei Tailwind 2, da gehen jetzt auch Hover, Focus und Breakpoints oder diese ganzen Prefixes eben davor. Mir ist vorher nicht aufgefallen, dass es nicht gegangen ist. Da hatte ich jetzt kein Problem damit. Ich verwende Add-Apply eigentlich ganz anders. Eventuell gibt es Leute, die wären damit unzufriedener. Ich hatte mal einen Pull-Request gesehen, da hatte eine Person rigoros alles, was quasi jetzt Tailwind-Klassen wären, als doch wieder einen Klassennamen vergeben und unten alles mit Add-Apply angehängt. Das hat mich total verwirrt. Hab's dann auch nicht weiter hinterfragt.
Es war bei so einem Open Source Software Request, also musste ich es jetzt auch nicht irgendwie rejecten oder sonst was, ich habe schon angeschaut. Ich verwende Add Apply in Single File Components, wenn ich aber dennoch da was habe, das genau die gleichen Klassen oder vielleicht ein oder zwei andere dann im Endeffekt bekommt. Ich habe jetzt letztens erst einen Toggle, so einen Switch-Toggle geschrieben. Das unterliegend ist das eigentlich, sind es eigentlich zwei Radio-Buttons, aber es durfte jetzt nicht ausschauen wie Radio-Buttons. Und da war ich super lang damit beschäftigt, das dann trotzdem irgendwie accessible zu machen. Und da sind zwei, in dem Fieldset sind zwei Labels drinnen. Und die schauen fast identisch aus, aber das eine ist links gerundet und das rechte ist rechts gerundet, also mit so einem Border-Radius von 15%. Mhm. Und da gehe ich dann drunter in meinen Scope CSS und schreibe add apply, hänge alle Tailwind-Klassen an, wie das Padding, die Farbe beim Hover. Jetzt, da konnte ich das dann eben gleich anwenden mit dem add apply und dem Hover, also die Farbe im Hover. Was passiert bei einem Fokus und alles Mögliche. Und dann zusätzlich gehe ich wieder hoch ins Template und sage, okay, jetzt hat das Label quasi zusätzlich nur noch diese einzelne Klasse mit dem Border links und Border rechts. Mhm. Und so ist das, wie ich das Add Apply verwende. Also wo sich eine Abstraktion auf Template-Ebene oder Component-Ebene vielleicht nicht lohnen würde, und du das quasi lokal, aber da deine Wiederholung irgendwie rausbekommen möchtest, ne? So verstehst du, ja. Genau, damit ich dann eben, wenn ich dann doch sage, jetzt hätte ich aber gern das Padding für von zwei weniger, müsste ich es ja sonst immer doppelt anpassen. Und ich hatte das vorher mal bei einem Seitenprojekt mit Svelte und da ist es kein Problem, während du das schreibst. Also da hast du wirklich, ja gut, ich muss es noch da ändern. Problem ist dann aufgetaucht, als ich es mal später ändern wollte und jetzt war das Problem, war halt nur ein Seitenprojekt, also Publish ist einfach gleich auf Vercel und schaue mir das dann da an oder starte ich jetzt den lokalen Server. Und da bin ich dann viel mehr in das Problem reingekommen, dass ich mich nicht erinnern konnte, dass die beiden Sachen ja doch recht ähnlich aussahen und ja mit Absicht die gleichen Klassen hatten, dass ich dann hin und wieder doch nochmal die andere nachziehen musste. Also was wir in der Vergangenheit oder am Anfang auch noch gemacht hatten, als wir mit Tailwind neu waren, auch gemeinsam mit dem Designer, war dann sowas wie so typografische Eigenschaften zusammenzufassen, ne? Also wie man das jetzt vielleicht so eben auch machen würde in seiner Design Library oder in seinem Style Guide oder so. Also dass du eben eine Schriftgröße mit einer Line-Line-Height und dann im schlimmsten Fall noch mit einer Farbe und also was es dann eben alles gibt, wenn du da typografischere Feinheiten ausdrücken möchtest, und das dann in einer Gesamtklasse zusammenführst. Und ich, meine Theorie ist, dass das eigentlich so ein bisschen so ein Trade-off war, den die am Anfang da so eingebaut haben, dieses Add Apply, um irgendwie eine Akzeptanz überhaupt zu schaffen, der Ausdrucksfähigkeit. Und heutzutage würde ich versuchen, auch solche Elemente dann eher auf Template-Ebene auszudrücken, so, und das darüber dann wegzuschaffen, weil die Kosten davon sind einfach so gering und es ist oftmals verwirrend, wenn du dann mehrere verschiedene Ansätze fährst, um eigentlich das Gleiche zu machen. Ja, jetzt hast du genau das gesagt, warum ich meinte, da würden mir jetzt wahrscheinlich auch Leute widersprechen, weil ich hatte das auch so im Hinterkopf. Ist es nicht irgendwie merkwürdig, dass ich das eine so mache und das andere dann so? Und es gibt ja schon, wenn es irgendwie bis zu drei Klassen sind, dann kopiere ich sie halt trotzdem für beide Labels. Und es gibt so wirklich eine ganz subjektive Grenze gerade bei mir. Vielleicht, wenn es über zwei Zeilen von Rap-Lines geht, dass ich mir denke, jetzt kopiere. Okay. Genau, eine andere Methode kommt aber genau aufs Gleiche raus, wäre das Ganze einfach per, ich weiß gar nicht, ob es aufs Gleiche rauskommt, aber zumindest beim Schreiben, dass man das in eine Variable reinfügt, habe ich auch schon gesehen. Also irgendwie sowas wie Cons-Class-List, wenn man es an React abbilden möchte. Und dann die Classlist als Attribut vergibt, irgendwie ähnliches Prinzip. Ja, so haben wir es teilweise auf jeden Fall auch gelöst oder ich auch in der Vergangenheit. Irgendwelche Computed Props oder, also gibt so viele Möglichkeiten, aber ich sag mal, solange es nachvollziehbar ist und in der Komplexität überschaubar ist, kann man da, finde ich, lokal auch noch ein bisschen Eigenleben walten lassen, ist mein Ansatz dazu. Ich finde, man muss nicht alles
also kommt immer auf die Größe des Teams und die Wichtigkeit, sage ich mal, an, wie stark man dann eben da das reglementieren muss. Und man kommt eben auf verschiedene Weise raus, so würde ich es mal beschreiben. Und dann muss man es zu einem gewissen Grad dann eben konsolidieren. Was ich noch hervorheben wollte aus den Release Notes sind so die zu den Transitions, das ist aber eine kleine Änderung, dass sie dort jetzt die Duration und so eine Standard Easing Equation irgendwie dran setzen. Das ist eher so ein bisschen, war halt nervig, weil man das in der Vergangenheit immer gemeinsam schreiben musste. Jetzt hat man da eben einen sinnvollen Default mitgeliefert, also wenn man eine CSS-Transition halt irgendwie ausdrücken möchte. Schriftgrößen quasi mit der Line-Height, nur eben bezogen auf Animation. Genau, also auf jeden Fall ähnlich. Ne? Also du musst dann eben nicht mehr dann gleichzeitig noch deine Duration und Timing-Function schreiben, sondern du hast erstmal einen Standardwert. Das kann man sich auch überlegen. Das könnte auch ungewollt sein in manchen Systemen, aber für den Teil, ich möchte möglichst schnell irgendwie was erreichen, was sich halbwegs gut anfühlt, ist es besser. So. Und wo man noch so einen kleinen Exkurs machen kann in den Transitions, das finde ich tatsächlich sehr, sehr spannend, wie die das gelöst haben in Tailwind, wie du über nur Utility Classes mehrere Transitions kombinieren kannst. Also stellt euch mal den Fall vor, ich möchte einen Button, der seine Größe und Position wechselt auf irgendeinem Interaktionsstatus. Und das eine, sage ich mal, wäre dann eine Translation oder die dann, sagen wir mal, auf meine Koordinaten gilt, XY oder sowas. Und das andere ist ein Scaling oder so. Und das ist erstmal so von CSS in seiner eigentlichen Herangehensweise nicht so direkt kombinierbar oder composable von der Syntax, in der es ausgedrückt wird. Da muss es nämlich am Ende, nach meinem Verständnis, eigentlich alles innerhalb von einer Zeile zusammenkommen. Und da, das ist aber vielleicht dann auch eher so was Nachgelagertes, da gibt es einen ganz schönen Artikel für die, die es dann wirklich wissen wollen, der nennt sich irgendwie so Composing the Uncomposable. Da finde ich, haben die relativ smart sich so CSS Custom Properties zu eigen gemacht und wie die dann zur Laufzeit im Browser behandelt werden, wenn sie nicht gesetzt sind. Und darüber ermöglichen die das eben, das zu kombinieren. Und das finde ich tatsächlich sehr cool, wie die das gemacht haben. Habe ich so vorher noch nicht gesehen, vielleicht haben sie es auch irgendwo anders her, aber finde ich eine sehr gute Lösung für dieses Problem. Und macht diesen Umgang damit dann eben halt auch so teilbar in kleinere Einheiten, kleinere Utility-Classes. Ja, und ansonsten ein Punkt, der für mich noch übrig bleibt von der Liste, die ich jetzt auch wirklich spannend finde, ist der Dark-Mode-Support. Und vor allem, weil ich mir darüber das, weil das das Einzige ist, worüber ich mir nicht so ganz sicher bin. Ich hatte in einem Projekt mal Bulma verwendet und da benutzt man den Dark Mode oder verwendet man ihn so, dass man einfach einen zweiten Folder hat, der heißt Dark, und dann tatsächlich die Sachen einfach so ein bisschen überschreibt, so immer das Originalfile rüberkopiert und sagt, okay, ich tausche jetzt hier die Farben aus. Ein Ansatz, den ich dann zeitweise einfach gemacht habe, war die Custom Properties vor die Root-CSS-Variablen zu setzen. Das war dann manchmal auch schwer, weil ich dann auch mal angefangen hatte, weil das ja alles custom von mir geschrieben war, dass ich dann sowas wie White hatte und dann war White aber Black und dann haben wir irgendwie komisch, geht das auch anders. Bei der Dark Mode Support von Tailwind funktioniert jetzt zweierlei. Man kann in der Konfiguration entweder sagen, ich möchte auf Media das basieren lassen oder auf Class. Was bedeutet, entweder sind es deine Media-Einstellungen deines Laptops oder Computers und dann sind es die ganzen normalen Media-Queries. Was auch geht, dann kann man das über JavaScript regeln und auch eben Computed Properties-mäßig eine Klasse antoggeln oder austoggeln. Dass wenn du so einem wrappenden Container, und es muss auch tatsächlich der wrappende sein, die Klasse Dark gibst und wenn du dann bei anderen Kind-Elementen stehen hast, Dark, Doppelpunkt, schwarze Farbe, dann bekommt es bei Dark dann die schwarze Farbe.
Und da war ich doch deswegen eher sehr verwirrt, weil ich es ja davor mit Custom Properties gemacht hatte. Und dann war eben jedes Mal die rote Farbe, die ich im Light Mode hatte, die gleiche andere rote Farbe im dunklen Modus. Und da finde ich auch, dass das irgendwie auch so sein sollte. Das verstehe ich schon. Es könnte Komponenten oder anderes geben, wo man sagt, okay, das ist jetzt eigentlich der Grauton im Dark Mode für diesen Grauton im Light Mode, aber hier passt der irgendwie nicht. Irgendwie bräuchten hier jetzt doch einen anderen. Und das wird dir halt dadurch auch sehr einfach gemacht, was ich jetzt noch nicht weiß. Und ich verwende es nicht, ich verwende den Dark Mode in Tailwind heute, glaube ich, zum allerersten Mal, weil ich da eine andere Outline setzen wollte. Ansonsten verwende ich ihn aber nicht. Und ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, wie man dann aber dann dort die Konsistenz behalten möchte. Wenn ich jetzt jedes Mal sage, Text White wird zu Dark Text Gray 700. Übrigens Gray mit A und A. Ja, ja. ja, also finde ich spannend. Kann ich leider auch gar nicht so viel sagen. Also wir haben es jetzt in unserer sagen wir mal, Produktions-App, die wir bauen, die hat keinen Dark Mode. Es ist auch nicht vom Product gefordert. Und die Devs finden es bestimmt toll. Aber das wird im Backlog bestimmt noch ein halbes Jahr hinten liegen, bevor wir es irgendwie pitchen. Ich sehe, glaube ich, dieses, natürlich da so ein bisschen diese klassische Falle, also, oder diese klassische, sag ich mal, Frage, die du einem Tailwind-Author dann irgendwie stellst. Ist so, ja, was machst du denn, wenn dein Button, der jetzt dein Primary-Button, der blau gewesen ist, wenn der auf einmal so sein soll in einem anderen Kontext? Und dann steht da aber, da hast du es verwurstet und in deinem Template steht das dann eben so drin, ne? Also, und da kommst du dann, glaube ich, über den Custom-Property-Ansatz, den du beschrieben hast, dann in so eine Ausdrucksfalle. Also, du kriegst es immer noch, glaube ich, gelöst, so, aber da wärst du eigentlich sehr viel besser damit beholfen, wenn du dann plötzlich angefangen oder wieder anfangen würdest, an deine Custom Properties irgendwie Bedeutung ranzuheften. Also das ist jetzt quasi meine Textfarbe oder das ist meine Headline-Farbe oder sowas. Oder dann noch viel spezifischer, das ist mein Product Image Gallery Caption oder was auch immer. So, dann bist du aber wieder in einem anderen Modell. Also ich glaube, wie man es ausdrücken könnte, ist natürlich, dass du es in der Konfiguration dann da schon irgendwie bewertest. Also Tailwind ist ja schon auch so flexibel, du könntest da auch einen komplett anderen Ansatz fahren, der nicht, sag ich mal, so stark auf visuelle Eigenschaften gemünzt ist. Also stell dir vor, du baust ein Multitenant-System mit Tailwind so und willst jetzt sagen, ich will eine Software und die soll dann für 10 verschiedene Marken oder sowas angepasst werden, gethemed werden. Da müsstest du dann schon nochmal schauen, wie du den Theming-Layer da drin dann eigentlich abbilden wolltest. Und jetzt mit nur 5 Minuten drauf nachdenken, würde ich doch eigentlich eher denken, dann würdest du vielleicht eher in der Konfiguration mehr anbieten. Und das müsste dann, würde dann eben nicht mehr heißen blau, sondern würde heißen Logo oder so. Mhm. Und ansonsten, ja, also gebe ich dir recht, dass das erstmal nach sehr viel zusätzlicher Schreibarbeit aussieht, aber vielleicht kann man da mit ein bisschen Erfahrung und Ausprobieren dann auch die richtigen Abstraktionen dann finden. Bei uns ist sowas jetzt einfach auch noch nicht auf der Agenda. Also, ja, auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass ich zum Beispiel mit Padding oder Margins diese Befürchtungen nicht habe, weil da könnte man ja genauso sagen, aber wie will man das dann konstant halten? Und ich war eher auch immer von den Restriktionen von so, das ist Padding Small und dann gab's Tiny und ihr wisst schon, eher eingeschränkt, als dass ich jetzt Custom mache, vergeben konnte, das ist -4 und -6, also plus sozusagen. Da kam ich dann halt auch irgendwie in den Flow rein. Da wird's mich, also vielleicht haben da Hörer und Hörerinnen auch einfach mehr Erfahrung mit größeren Teams dabei bei Tailwind zusammen, gerade vielleicht auch schon mal diesen neuen Dark Mode ausprobiert oder vielleicht hat jemand sich Regeln zusammengebastelt für gleichbleibende Abstände oder ähnliches. Bevor wir hier mit Tailwind 2 durch sind, es gibt ganz unten noch einen Punkt, man schließt
mit dem Schlimmsten ab, damit man so mit einem guten Gefühl rauskommt. Und das, Milan, das überlasse ich dir. Ich halte mich da raus. Ah, das ist eine große Ehre. Sehr gut. Also in Table 2.0 wird Internet Explorer 11 Support eingestellt. Und das heißt für die Entwicklerinnen und Entwickler von Tailwind Gutes, weil sie keine Rücksicht mehr nehmen müssen in vielen Dingen, die eben, wo IE11 dann der, sagen wir mal, Roadblock oder Stein ist, der denen im Weg stand. Und für die, sagen wir mal, Anwenderinnen und Anwender heißt es natürlich, dass man dann schon nochmal die Runde dann mit Product irgendwie drehen muss und sagen, denen dann erklären muss, was das dann wirklich bedeutet. Ich sag mal so, ich finde es gut als Ausrichtung für das Framework. Sie sagen explizit, wir sind ein modernes Framework und wir wollen es eben nicht jedem recht machen, sondern wir wollen die Gegenwart und die Zukunft im Blick haben. Für uns kann ich jetzt so aus der, also und ich glaube, diese Diskussion hat wahrscheinlich jede Entwicklerin, jeder Entwickler schon irgendwie geführt. Für uns heißt es aktuell, wir sind jetzt noch im Tailwind 1.9 Branch in der Applikation und müssen diese Diskussion auch 2021 immer noch mit Product einmal führen, weil es gibt immer noch, also jetzt im Business-to-Business-Bereich bei uns, irgendwelche Leute in irgendwelchen, also das teilweise geht es auch in Richtung Governance, in irgendwelchen Verwaltungen, die haben den IE11 drauf, ne? Und die rufen dann an beim Kunden, wenn das nicht funktioniert. Also muss man schon sich da was überlegen. Aber an sich ist es auch bei diesem Kunden dann jetzt die Marschrichtung zu sagen, pass auf, die Kosten sind zu hoch und wir verabschieden uns davon. Aber man braucht eben da dann auch eine Migrationsstrategie. Ja, und das heißt aber eben, dass die schöne Dinge dort tun können, nämlich diese berühmte neue Ring-Utility einbauen und dass sie vor allem auch nach meinem Verständnis CSS-Custom-Properties dann tatsächlich auch wirklich, wirklich zur Laufzeit anwenden können, ohne das nochmal zur Bildzeit dann auch für den IE11 zu schreiben. Das ist, glaube ich, meistens der größte Blocker in der Rückwärtskompatibilität. Wahrscheinlich ist es denn, und vielleicht ist es ja auch gar nicht ganz kaputt im 11er, sondern eben die stehen halt nicht mehr dafür gerade, dass das alles genauso gut aussieht oder so. Ja, also ich meine, ganz kaputt ist auch immer so eine Frage nach meiner Erfahrung. Passiert ganz kaputt eher in JavaScript-Land als in CSS-Land. Ja. Und das ist dann auch tatsächlich kritischer. Also die gleiche Diskussion haben wir mit Vue 2 und Vue 3 aktuell. Und sag ich mal so, da wäre es jetzt für, also Vue 3 ist nach meinem Kenntnisstand jetzt auch nicht Internet Explorer 11 kompatibel zum jetzigen Zeitpunkt. Und da wäre dann das Ergebnis nicht irgendein Button, was weiß ich, ist falsch positioniert oder sowas, sondern meine Applikation ist nicht lauffähig. Und das ist dann ja schon eine andere Tragweite, sag ich mal. Mhm. Ja. Das ist keine graceful degradation. Nee. Aber ich meine, gut, wir müssen ja nicht so viel in die Internals von Vue, aber es hat halt Gründe, warum sie es so tun, wie sie es tun. Und ich kann das schon eher verstehen. Proxys nehmen, ne? Ja, genau. Das ist, glaube ich, das Ding. Und im Gegensatz zu Tailwind gäbe es bei Vue 3, glaube ich, schon immer noch die Möglichkeit, sich Polyfills reinzuholen, die natürlich dann einiges der Features an Performance kosten. Bin mir nicht 100%. ES-Proxys kann man, glaube ich, nicht polyfillen. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Glaube ich. Oder? Ja, doch, es gibt einen. Ja, doch. Vielleicht. Ja, müsste man mal ausprobieren. Also, ich weiß nicht, das jetzt fällt so ein bisschen von Tailwind irgendwie weg, aber wir haben es aktuell uns jetzt noch nicht getraut. Wir sitzen da jetzt noch in diesem Plugin-Branch, den es da gibt. Also, so Composition API. Und beobachten das mal, sage ich mal, bevor wir es umschalten. Aber das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so Tailwind-spezifisch. Nur, sagen wir mal, die
wo es kaputt geht, ist für mich meistens das JavaScript und nicht das CSS. Also kaputt. Ja. Ja, also wegen mir, sage ich mal, durch das Release werden wir, glaube ich, mit den wichtigsten Punkten durch. Ich glaube, auch sonst haben wir eigentlich doch einen ganz guten Rundumschlag hier hingelegt. Finde ich auch. Ich glaube, ich weiß nicht, wie weit ihr noch machen wollen. Also ein Ding, was man vielleicht noch erwähnen kann, ist Headless UI als so promoted Ecosystem Part. Ja. Auch ganz spannend ist zu verfolgen. Ich werde mal kurz versuchen, nochmal eine Intro dazu zu geben. Also wir hatten ja schon vorhin erwähnt Tailwind UI als Sammlung von vorgefertigten Designs, würde ich mal sagen, die du dann als HTML quasi geliefert bekommst. Und das, genau, das ist halt so ein Freemium-Modell. Headless UI macht den Counterpart. Die liefern dir tatsächliche Komponenten im Sinne eines Komponentensystems, aber eigentlich ohne das HTML, sondern sie geben dir eigentlich nur das Behavior, also die Verhaltensweise von deiner Komponente, und dann kannst du tatsächlich sehr, sehr, sehr spezifisch und genau das Aussehen deiner Komponenten dann über Tailwind Classes da rein injecten. So. Und ich glaube, das wird jetzt kontinuierlich weiterentwickelt, ist aber, glaube ich, immer noch in einem recht frühen Status. Aber das lohnt es sich, glaube ich, zu beobachten, wie sich das da zukünftig entwickelt. Und finde ich es dann. Nur noch mal kurz zu nachfragen. Ja. Du sagtest, dass in dem Fall würde das HTML nicht mitgeliefert. Also gar nicht. Oder ist es eher so im Sinne von, das ist quasi so ein HTML-Skelett, aber du hast im HTML keinerlei Tailwind-Design-Tokens drin? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Du brauchst ja eigentlich immer irgendein, also auch für Behavior muss es ja irgendwas geben, dass die Behavior dann praktiziert sozusagen. Genau, aber dafür hast du dann halt so Hooks, die du dann über Properties dann da ransetzen kannst. Okay, also, das ist so eine Art, ja, was ist das, so ein Currying-System oder Composition-System. Ja, so würde ich. Warum gibt es das nur für Vue und React und nicht für Blade zum Beispiel? Genau, also zum jetzigen Zeitpunkt. Ich glaube, Alpine haben sie, glaube ich, noch auf der Roadmap so, aber damit haben sie jetzt auf jeden Fall gestartet. Okay, verstanden. Aber ich finde, es ist ein sehr spannender Ansatz, sage ich mal, auch da in die Source mal zu gucken, wie das strukturiert ist und wie man dann Behavior vielleicht dann doch wieder von Presentation irgendwie getrennt bekommt. Und das dann für multiple Laufzeiten von reaktiven Frameworks quasi zur Verfügung stellt. So. Ja. Ja, coole Idee. Ja, finde ich auch. Ja. Also man kann auf jeden Fall sagen, da kommen viele neue Impulse aus der Ecke Tailwind. Genau, wir wissen, nicht jeder ist direkt kann sich direkt damit anfreunden. Es werden hitzige Debatten auf Twitter geführt über Tailwind. Genau, nichtsdestotrotz sind das schon alles kluge Ansätze. Und unsere Empfehlung wäre, wahrscheinlich das auszuprobieren und mal eine Weile zu benutzen und dann von uns aus es dann hinterher trotzdem zu hassen. Aber zumindest es mal probiert zu haben. Ein guter Einstiegspunkt wäre da vermutlich der Tailwind Playground. Das ist auf play.tailwindcss.com. Und keine Ahnung, wer gerade mal so einen Ansporn oder Motivation braucht, kann ja gerne einfach aus, da kommt so eine vorgefertigte Komponente schon mal, ganz fancy mit zum diagonalen Hintergrund und Gradient, einen Dark Mode drauf basteln oder sowas ähnliches. Und das Tolle bei dem Playground ist eben auch, dass da die Klassen vervollständigt werden. Und dann braucht man nicht überlegen, wird es Gray mit A oder mit E geschrieben, sondern es kommt schon in der Autovervollständigung.
Ja, das finde ich auch einen sehr guten Tipp. Also da würde ich auf jeden Fall zum Einstieg mit starten. Das ist dann auch ähnlich wie die Developer Experience, wenn man in VS Code mit dem offiziellen Plugin dann arbeiten würde und parallel seinen Browser aufhat, aber man muss eben nichts installieren, nichts konfigurieren, sondern kann einfach loslegen. Und genau, da ist eigentlich so, kann ich auch nur mitgeben, so seine eigenen, sagen wir mal, Vorurteile oder sagen wir mal, Herangehensweisen, die einem vielleicht erstmal so ein bisschen abstoßen, da nochmal zu überprüfen. Also mehr muss es ja gar nicht sein, einfach ausprobieren, schauen, ist das was mit dem, was, wo ich den Wert da drin erkennen kann und wo ich mir vorstellen könnte, dass das ich das in einem Projekt einsetzen möchte, oder sehe ich das eigentlich nicht? Und nach meinen Erfahrungen würde ich sagen, kommt man, also es gibt eine Lernkurve, aber man kommt relativ schnell rein, eben durch das ganze Tooling, durch die sehr gute Dokumentation, durch die sehr guten Tutorials, die es auch irgendwie gibt, die abseits davon sind. Also die machen es einem schon auch sehr leicht, dort einzusteigen und haben, und das löst Tailwind sehr, sehr gut, und deswegen würde ich das auf jeden Fall empfehlen, darüber das mal auszuprobieren und für sich selbst zu entscheiden, ob das eine gute Option ist für die Zukunft. Ja, ich wollte noch hinzufügen, ich fand BEM zu Beginn auch sehr unsympathisch. Also am liebsten, ich hätte mir eher die Hände abgehackt, als BEM zu schreiben. und das irgendwann habe ich es halt dann doch mal ausprobiert und es hat Sinn gemacht und dann war das auch kein Problem. Das andere, was ich halt total gut finde, total charmant, also wohlgemerkt, ich habe es noch nicht benutzt, aber an Tailwind super finde, ist eben dieses, man verlässt eben einfach seine Template nie. Das finde ich auch toll. Das ist ja auch so ein bisschen das, was damals das Adobe Brackets versucht hat, das irgendwie Adobe Edge Code oder so mal hieß. Und das Letzte ist, und das hast du auch mal ganz kurz so en passant erwähnt, ich bin halt auch so ein Ladezeiten-Nerd und das CSS ist ja so quasi der ultimative Blocker. Und je größer das wird, desto länger kann die Seite nicht gerendert werden. Und das hast du halt einfach bei Tailwind nicht, dass dein CSS mit der Anzahl Komponenten wächst. Das ist so groß, wie es ist. Und da tut sich dann einfach vom Start weg nichts mehr. Oder so gut wie nichts mehr. Und das sind alles so Punkte, die ich Tailwind auf jeden Fall zugute halten muss. Leider habe ich jetzt, stecke ich in Projekten, wo der Zug schon abgefahren ist. Ja, das kann man ja auch schlecht nachträglich dann noch draufsetzen, das muss man schon auch sagen. Ja, man bräuchte so einen Reverse-Compiler, so wie das Purge, naja, die Templates durchgeht. Naja, warte mal, jetzt einen habe ich noch. Also es gibt sowas ähnliches, das heißt Windy. Use Windy ist da auch verlinkt. Das ist eine Browser-Extension. Die kostet allerdings auch ein bisschen Geld, jetzt aber auch nicht die Welt. Und da kannst du Reverse Tailwindifizieren. Also du kannst quasi in der Browser-Extension dann irgendwie ein Element auswählen. Der computet dann dein CSS oder die Styles, die eben da drauf liegen, und konvertiert die in ein Array von Tailwind-Klassen. Und all das, was er nicht drin abbilden kann, würde dann, glaube ich, in Inline-Styles konvertiert werden. So, ich habe das mal gekauft, ich habe es auch ausprobiert und ich finde es schon im jetzigen Zeitpunkt schon beeindruckend, was das leistet. Und für solche Anwendungsfälle könnte ich mir das schon vorstellen. Also auch links und rechts, sage ich mal, der Anwendungsfälle ploppen auf jeden Fall auch weitere Tools auf, die das dann dir ermöglichen, zu migrieren, hinzumigrieren, wieder wegzumigrieren, was man da sich alles so vorstellen kann. Also das finde ich auch sehr interessant auf jeden Fall. Mega geil. Cool. Das werde ich mir angucken. Genau, und ansonsten, ich würde sagen, du bist auf Twitter, ja, ne? Ich bin auf Twitter, ja. Genau. Das heißt also, wenn man schon entmutigt die Flinte ins Korn werfen möchte, weil man denkt, irgendwas geht mit Tailwind nicht, dann darf man dir dann einen Not-Tweet in deine Richtung feuern.
Man kann mich da gerne anhauen, ja. Also genau, wahrscheinlich auch in Richtung Vanessa. Genau, oder gerne bei uns im Blog drunter kommentieren. Und genau, dann wird euch fachmännisch und fachfrauisch geholfen. Mhm. Sehr gut. So ist das. Perfekt. Dann, genau, Shownotes werden sehr, sehr viele Links enthalten. Alles zum nochmal nachlesen und nachschlagen. Und dann bleibt, glaube ich, nur zu sagen, vielen Dank, Milan. Das war ziemlich cool. Ja, sehr gerne. Und schön, dass ich dabei sein durfte. Dann buchen wir dich schon mal für Tailwind 3, wenn das dann rauskommt. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Genau, ihr wisst, wenn ihr könnt uns sponsern auch. Einfach mal reinhorchen in eine der vergangenen gesponserten Folgen, wie sich das so anfühlt. Wenn ihr da auf Bock habt, dann meldet euch ebenfalls bei uns unter sponsoring@workingdraft.de. Sonst comments@workingdraft.de für alle Kommentare, die nicht bei uns ins Blog oder auf Twitter wandern. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Baba. Ciao.